Hallo ihr Lieben, ja, eigentlich sollte das nächste Video ein sehr erfreuliches, ein sehr positives Video sein, das sogar schon abgedreht war, weil ich ja einiges mit euch vorhabe. Das habe ich übrigens nach wie vor, egal wie der Inhalt dieses Videos aussieht, aber meine Lage ist seit dem letzten Video verdammt ernst geworden. Das ist kein Spaß und dieses Video ist ein echter Hilferuf. Ich brauche euch da draußen als Unterstützung. Als Hilfe, als... Ja, ich muss mich dann natürlich erklären, damit ihr versteht, worum es geht und was bei mir los ist. Den meisten da draußen ist meine Situation ja bekannt, aber es haben auch viele neue Menschen auf meinen Kanal gefunden und die Bitte bleibt da, das Ganze hat auch was Positives, ja. Aber dazu dann halt später mehr. Fürs Hier und Jetzt, die Situation ist folgende. Am 1. habe ich kein Geld mehr zur Verfügung. Ich weiß nicht, wie das gesetzlich geregelt ist, aber am 1. werde ich wohl auch keine Krankenkasse mehr haben, weil ich sie nicht mehr zahlen werde können. Ich werde auch keinen Cent irgendwie in der Tasche haben, um über den Monat zu kommen. Ich werde von meinen Resten leben und das, was der Garten hier noch so hergibt. Ja, wie kommt es zu dieser Situation? Es ist so, dass ich bekannt auf meinem Kanal, für die, die lange bei sind, mit Handicaps durchs Leben gehe und das sieht man mir nicht an. Vielleicht jetzt ein bisschen mehr, weil es auch seelischer und psychischer Natur ist. Ja, weswegen ich auch in keinen normalen Job komme und deswegen auch vom abhängig bin und das schon längere Zeit. Ich habe so viel versucht, da rauszukommen. Ich hatte sogar einen Ausbildungsplatz in Aussicht für eine Umschulung. Aber leider wurde das von der Amtsseite nicht gefördert. Somit konnte ich dem nicht nachgehen, dort, wo der Ausbildungsplatz gewesen wäre. Kannte man meine Lage, meine Psyche und ich durfte da schon längere Zeit Praktikum machen, hat man nicht unterstützt seitens des Amts, somit war das damals schon eine schwierige Zeit. Also ich wollte einfach nur sagen, ich bin nicht faul, ich bin auch nicht auf den Kopf gefallen, ich tue alles, um aus meiner Situation rauszukommen. Dennoch ist diese Abhängigkeit vom Amt so zermürbend und so lebensaushauchend, dass das jetzt vorbei ist, konkret vorgefallen. Also ich kriege da keine Unterstützung mehr. Ich habe mehrfach um Hilfe gebeten dieses Jahr. Ich habe auch zuletzt ganz verzweifelt, also wirklich sowas habe ich noch nie gemacht, einem Menschen angefleht, mir zu helfen, dass ich jetzt am 1. Geld kriege. Und ich werde nur mit Bürokratie zugeschissen, was ich in meiner Menschlichkeit nicht mehr bewältigen kann. Da gehe ich hops bei. Also ich habe die Grenze erreicht, wo sich das anfühlt, als ob mein Lebenslicht ausgeht, wenn ich mich da noch länger mit beschäftige. Und das ist vorbei. Das ist definitiv Geschichte. Also es gibt keinen Weg mehr zurück zum Amt. Dennoch möchte ich noch weiter erklären, warum es so ist. Ich habe eine E-Mail vom Amt gekriegt. Ich wurde weitergereicht im Fallmanagement. Also, und dann stand in der E-Mail, ich habe auf einmal eine Beraterin hier für meinen YouTube-Kanal vorgesetzt bekommen, die sich in meine Aufnahmen einmischen möchte, die sich in den Ausbau meines Kanals, um Geld zu verdienen, einmischen möchte, mich schröpfen möchte, gefühlt. Als ich dann gesagt habe, hey, sorry, das ist mein Raum hier, das ist Heilung, das ist alles, was ich tue auf YouTube, ist fürs Allgemeinwohl. Das wisst ihr, bei mir gibt es ja auch keine Werbung mehr. Ja, und hier hat keiner was zu suchen in dem Bereich. Das ist, wenn ich das nicht mehr für mich hätte, dann, das ist meine Lebensaufgabe auch irgendwo. Also, das hängt ja mein Herzblut drin, etwas zu verändern. Etwas zu verändern. Sei die Veränderung, die du dir von der Welt wünschst, das lebe ich schon ein paar Jahre. Und, da gehöre ich hin und das werde ich so lange weiter verfolgen, wie es in meinen Kräften steht. Und damit werde ich nicht aufhören. Naja, als ich dann da geantwortet habe, dass ich mich wundere, weil ich denen gerade frisch mitgeteilt habe, dass die Einnahmen hier abgestellt sind, aus verschiedenen Gründen. Die meisten hier wissen das. Natürlich spielt noch ein bisschen mehr eine Rolle. Da bin ich nicht so ins Detail gegangen. Und ja, aufgrund dessen hat man mir geantwortet, okay, dann muss ich schriftlich bestätigen oder da wurde ich aufgefordert, schriftlich zu bestätigen, dass ich keinerlei Aktivitäten hier auf YouTube mehr nachgehe. Ein Durchstoß nach dem anderen. Also
für mich ist die Amtssache Geschichte und das bedeutet für mich auch jetzt Privatinsolvenz, die kann ich nicht mehr aufhalten. Ich habe jetzt so viele Sachen mit Fragezeichen. Ich habe auch eigentlich super viel in der Pipeline für uns, fürs Allgemein, wo ich habe wunderbare Ideen, die ich mit euch verwirklichen möchte. Auch egal, wie ich jetzt aussehe, das möchte ich immer noch. Und das ist auch das, was gerade parallel passiert. Ich werde gerade aufgefangen von ein paar echt lieben Menschen. Lieben Gruß da draußen an Katharina, Nadine, wie heißt er noch? Der Wurz, der... Ach, es gibt ein paar liebe Menschen, die auf Entfernung für mich da sind. Cornelia, Conny, vielen Dank, ihr da draußen. Ohne ich würde ich jetzt diese Phase gar nicht durchstehen. Für viele stellt sich die Frage, wo ist die Familie? Da möchte ich keinen Kommentar zu abgeben, außer dass meine Familie dieses Jahr nicht für mich da war. Ich weiß, das ist jetzt ein Durchstoß, aber denk mal drüber nach. Ich habe in diesem Jahr auf so vielfältige Weise erfahren, wie man weggestoßen wird, wenn man wirklich in Not ist. Und da merkt man, wer einem gut tut und wem einem nicht gut tut, beziehungsweise welche Situationen einem gut tun oder nicht gut tun. Und da muss man rigoros gucken, dass man überlebt. Also für mich ist das ein echtes Überlebensjahr. Und ich möchte nicht an der Sache zerbrechen und gehe jetzt einen mutigen Schritt in eine andere Richtung. Es gibt für mich Hoffnung, es gibt Möglichkeiten, wo ich unterkomme. Aber ernährungsfinanziell mäßig und so weiter und so fort, brauche ich eure Hilfe. Ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, hier, da könnt ihr jetzt irgendwie spenden oder so. Das muss ich noch alles in die Wege leiten, wie man das machen könnte. Aber ich bin offen für Care-Pakete, so wie es auch vor einem halben Jahr der Fall war. Ja. Die Adresse findet ihr unter diesem Video. Ihr könnt mir, ich bitte euch, mir Care-Pakete zu schicken. Ich werde jetzt höchstwahrscheinlich meine Wohnung verlieren. Ich weiß nicht, wie schnell man dann da raus muss. Ich werde eine Kündigung erhalten. Krankenkasse kann ich ja nicht mehr zahlen. Strom nicht, kein Internet mehr für unsere Kommunikation etc. pp. Aber das sind so Sachen, ich habe noch ein Dach über dem Kopf. Ich habe auch Möglichkeiten, wo ich übernachten kann, wenn das mit meinem Dach über dem Kopf vorbei ist. Und ich werde weiterkämpfen und ich habe, nochmals möchte ich sagen, ich habe mit euch noch was vor. Helft mir durch diese Zeit. Ich denke, wir Menschen brauchen alle ein bisschen Hoffnung und etwas Positives und im Wir können wir das bewegen. Und ich möchte dann nochmal zu einem anderen Zeitpunkt mehr drüber sprechen, weil da läuft schon sehr viel im Hintergrund. Fernsehen hat angefragt, nach Interviews wurde ich gefragt, Doku hier. Wir haben Möglichkeiten, die Prinzipien der Permakultur zu verbreiten, weil das hat für uns als Menschen, auch menschlichen Miteinander, unglaublich viel Potenzial. Das bedeutet für uns auch menschlich und auch für die Natur, dessen Teil wir ja sind, einfach auch ja, die Möglichkeiten, sich zu regenerieren, Heilung zu finden. Denn wir Menschen laufen mit ziemlich viel Trauma durch die Gesellschaft und ich würde mir wünschen, mit euch was bewegen zu können. Wenn ihr mir mit durch diese Phase helft, um dann danach, wahrscheinlich sogar auch schon zeitnah, weil auch ein paar Sachen laufen, dann einfach, wir zusammen was bewegen können. An diesem Punkt möchte ich bei dieser Thematik einfach darum bitten, dass ihr mir vertraut. Also, meine Lage ist ernst, ich brauche eure Hilfe, das ist kein Spaß, das ist kein Clickbait, das ist kein Rumgeheule, Opfer sein, sonst was. Meine Lage ist ernst. Ich brauche eure Hilfe und ich wünsche mir so sehr, dass ihr dranbleibt, denn wir können auch noch gemeinsam was verändern. Ich glaube, das ist sogar insgesamt, und deswegen ist für mich auch Hoffnung dabei, eine Situation, in der das Potenzial ist da. Das ist gut, was ich mache, weil ich habe wunderbare, unglaublich tolle Möglichkeiten aufgezeigt gekriegt. Und wenn das alles so klappt, wo das Ganze gerade hier hinführt, aufgrund dessen, wie das Leben mir reinspielt, kann aus dieser Situation was ganz, ganz Wunderbares entstehen. Und bitte unterstützt mich. Das wäre toll. Es ist mir eine Herzensangelegenheit,
dass das weitergeht, was ich hier vorhabe. Ihr wisst ja vieles noch nicht. Ich habe das angekündigt in meinem letzten Video. Guckt das gerne nochmal an. Das Folgevideo kann ich euch nicht mehr zeigen, weil die Situation jetzt sich eigentlich komplett geändert hat. Aber ich habe mich verbunden. Es gibt schon ein gewisses Netzwerk an Menschen, die die Permakultur verbreiten und die das Potenzial darin sehen. Die wissen, dass das nicht nur eine Gartenanbaustrategie ist, sondern dass das etwas ist, was uns Menschen gesellschaftlich helfen kann. Weil es geht um das Gleichgewicht, wie wir auf diesem Planeten Erde leben. Und dann ja, könnten wir der Natur helfen, wieder mehr Einzug auf dieser Erde ja, zu erleben, zu haben. Ich weiß jetzt gerade nicht das richtige Wort. Adresse findet ihr unter dem Video. Bitte bleibt dran, bleibt mir treu, unterstützt mich. Und wir können zusammen echt Tolles bewegen, zusammen Tolles machen. Ich verspreche euch, da warten wundervolle Sachen auf uns. Ja, danke. Nichts anderes mehr. Ich werde mich zeitnah melden, gleich Anfang nächsten Monats, denke ich, kommt das nächste Video. Und ich glaube einfach an das Gute und bitte um Unterstützung nach euch da draußen. Bis zum nächsten Mal, euer Lars.